Bei mir im Studio ist unser Politik-Weltkorrespondent Thorsten Jungholz. Guten Morgen, Thorsten. Guten Morgen, Carsten. Also Macron in Berlin. Es ist ein besonderer Besuch, zum ersten Mal seit 24 Jahren in einem so großen Rahmen. Er wird eine europapolitische Rede halten, die mit Spannung erwartet wird. Warum? Das, was wir bislang erlebt haben, der Tag gestern, der Empfang von Steinmeier, das Staatsbankett, der Besuch dieses Demokratiefestes oder auch jetzt gleich die Kranzniederlegung am Holocaust-Mahnmal, das ist sozusagen Protokoll eines Staatsbesuchs. Da findet inhaltlich noch wenig Überraschendes statt. Mhm. Inhaltlich wird es dann eben heute Nachmittag, wenn er seine Rede, seine europäische Rede vor der Dresdner Frauenkirche hält. Ich gehe davon aus, das wird so eine Art Sorbonne-Rede, eine Strategierede, wie er sie ja schon des Öfteren gehalten hat, gemünzt auf das Zielpublikum, nämlich die Jugend Europas. Da sind dann Jugendliche aus Polen, Tschechien, Deutschland und Frankreich vor Ort. Und da wird er die Sorbonne-Rede, so glaube ich, runterbrechen auf dieses jüngere Zielpublikum. Und dass er das kann, hat er schon oft gezeigt. Ich finde, das ist einer der größten Unterschiede zwischen der deutschen Staatsspitze und der französischen. Macron kann kommunikativ in einer völlig anderen Liga spielen, als es Frank-Walter Steinmeier, von dem man bis heute noch keine große Rede gehört hat, oder Olaf Scholz tun. Und er hat eine strategische Unterfütterung, sodass das, was er sagt, auch sozusagen diskussionswürdig und fähig ist. Und bei den Deutschen kommt dann halt immer relativ wenig, entweder Schweigen oder Ablehnung. Warum knirscht es aber dann so? Das kann nicht nur an der Kommunikation liegen, die die Regierungschefs oder Präsidenten der Länder drauf haben, sondern es geht ja auch um Fakten. Ukraine-Hilfe, Israel, Klimapolitik, so viel USA-China-Wirtschaftsbeziehungen. Warum haben sich Deutschland und Frankreich so entzweit? Ich glaube, dass das eben schon ein Stück weit an der deutschen Strategielosigkeit liegt. Weil natürlich sind die Ziele in Paris und in Berlin nicht immer die gleichen. Man hat unterschiedliche Sichten auf die Dinge. Die Franzosen verstehen es aber, sozusagen eine Strategie zu entwickeln, die für ihr Land gilt und die sie dann europäisch aufsetzen und kommunizieren. Wenn Deutschland das auch tun könnte, dann könnte man sozusagen inhaltlich reden und zu einem Kompromiss kommen. Wenn man aber seine eigene Position strategisch gar nicht formuliert, sondern immer nur sagt, ich will das nicht oder ich antworte gar nicht auf die Vorschläge von Macron, wie zum Beispiel sein Vorschlag, über europäische Sicherheit zu reden, über die Möglichkeit, dass andere europäische Länder sich am französischen Atomwaffenprogramm beteiligen. Wenn ich da gar nicht drauf reagiere, dann ist das halt eine schlechte Ausgangsbasis.